Dunkle Gewässer. Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Ja, da sollten wir uns definitiv beeilen. Hier, hab sie gefunden! Tauchen, ganz schnell. Okay. Tauchen. Und hier oben brennt alles. Da sollte man... Oh, wow, 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 wow. Da sollte man nicht so schnell auftauchen. Boah, schnell durch hier. Stopp! Das war's. Her mit dem Atlas. Ja, später vielleicht. Du hast gerade andere Probleme. Ah, super. Lara schmeißt den Dicken runter. Oh, sehr schön. Ein Atemgerät. Das ist ja geil. Na, so lobe ich mir das mal. Nie wieder absaufen. Aber auch ein Zufall, dass der ein Atemgerät dabei hatte, oder? Oder braucht man das, wenn man mit einem Flammenwerfer unterwegs ist? Wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Aber wir haben gerade schon gesehen, dass hier irgendwelche Samurai-ähnlichen Krieger die ganzen Trinity-Leute auseinandernehmen. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Na, das kriegen wir doch hin, oder? Das würde ich gerne mal einfach so direkt... Nee, das scheint noch die restlichen Stützen beseitigen. Ah, die Stützen, okay. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Lara, kein Stress. Erstmal sind wir hier in einer neuen Ecke. Okay. Wollen wir da wirklich lang? Erwischt. Was? Auf keinen Fall, er ist tot. Fuck, da, über uns. Da oben. Nach Mist. Mist, Mist, Mist. Ich dachte, die drei können wir ausschalten. Aber nun gut, dann machen wir halt nur drei Kopftreffer draus. Wenn er denn stille halten würde. Jetzt haut er auch noch ab. Nummer 16. Das wird eine schöne Serie. Und was gibt's hier bei euch so? Was habt ihr hier gerade bewacht? Da oben ist eine Kiste. Ah, hier kann man hoch. Verstehe. Wow, Falle. Und noch eine Falle. Und hier ist die Kiste. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt wird. Sie muss der Armee des Propheten gehört haben. Ein kleiner Wimpel. Sehr schön. So, hier lang wieder zurück. Und dann gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Die Dinger hätte man runterschießen können, okay. Ja, nicht zu freudig da runterspringen. Wer weiß, was da unten noch passiert. Hier gibt es noch einen Satz Pfeile. Verschießt man ja doch mittlerweile ein paar von. Aber viel mehr scheint es jetzt hier nicht zu geben, ne? Gibt es noch ein bisschen Muni, das ist alles voll. Das sieht auch nach Schwefel aus, was da rauskommt. Bisschen Heilkräuter. Ja, und warum sind wir jetzt hier lang gekommen? Was gibt's hier? Noch mehr Pfeile. Aber mit der Statue können wir halt nichts anfangen, ne? Hm.
Warum sind wir jetzt hierher gekommen? Nur für dieses eine Dokument? Aber guckt mal, wir haben hier ein Einsatzziel und da ein Einsatzziel. Also irgendwas muss hier noch sein. Na, nimm mit, Lara. Wenn wir das Ding da runterschießen, was passiert dann? Erstmal nichts. Können wir diese Tür da öffnen? Es sieht nicht so aus, es wird nicht als Ziel markiert. Na gut, dann gehen wir zurück. Wenn hier nichts weiter ist. Können hier oben vielleicht nochmal gucken. Aber da leuchtet doch was. Da hinten. Ja, durch die Wand durch, liebe Lara. Mach doch mal, renn doch da mal durch. Vielleicht nehmen wir auch einfach das hier. Ah, es kann manchmal so einfach sein, ja. Wenn man es sehen würde. Wenn man es sehen würde. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Erstmal gehen wir hier buddeln. Sie waren das ist viel wichtiger. Gerüstet. Sie müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt. Was braucht man denn für einen Behälter, Zuerst Lara? Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem ja. Feuer. Ihr habt doch verstanden. Mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Guck mal, hier können wir was ziehen. Na, das sieht doch gut aus hier, oder? Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss es irgendwie rüberschaffen. Na, die sahen ja jetzt so aus, als wenn man die ziehen könnte. Ich probiere mal hier den Weg zu nehmen. Jetzt sind wir ja spontan wieder hier. Ah, das verstehe ich. Die Gefäße müssen sich doch irgendwie am Kran befestigen lassen. Ja, wir sind doch dabei, Lara. Ist doch alles gar nicht so wild. Das kriegen wir hin. Und zwar stellen wir uns jetzt hier hin. Machen das fest. Und dann ziehen wir mal. Ne? Nicht da runterspringen. Sondern einmal kräftig ziehen. Naja, weit gekommen sind wir damit jetzt nicht. Ich dachte jetzt mehr, das läuft so wie ein Katapult und schießt einmal quer durch die Gegend. Das hätte ich cool gefunden. Jetzt ziehen wir einfach nochmal dran. Vielleicht können wir hier dann noch ein zweites festmachen. Dann sind ja hier noch drinnen da, so wie es aussieht. Und dann müssen wir halt von hier nochmal ziehen. Ja. Und nu? Ah, jetzt geht's nach oben. So, und nu können wir das hier losschneiden. Und einmal schubsen. Jawohl. Sehr schön. Und dasselbe jetzt wahrscheinlich nochmal für die andere Seite. Ba-boom. Nur noch ein Pfeiler übrig. Den schnappen wir uns gleich. Ich gucke hier nur mal, was wir so vergessen haben. Da haben wir tatsächlich ein Wandgemälde vergessen. Da, wo ich vorhin dran vorbeigelaufen bin, das extra noch machen wollte, ging nicht. Super. Okay, hier gab es Munition. Ah, die eine Kugel, die man... Ja, Lara, das wissen wir doch. Die eine Kugel, die wir gerade verballert haben, konnten wir jetzt auch nochmal mitnehmen.
das eigentlich Sinn, Ratten zu töten? Wo ist denn hier ein Basislager? Da unten. Hallöchen. Gibt's was Neues? Waffen. Es gibt neue Waffen. Waffen-Upgrades für den Bogen. Aber nicht für unseren. Für den anderen. Nö, das wollen wir eigentlich nicht, oder? Obwohl, unser Sturmgewehr können wir verbessern. Können wir da mehr Schaden machen? Nee, nur die Schussfrequenz erhöhen. Nehmen wir trotzdem mit, bevor wir nachher wieder so viel Zeug haben, dass wir es nicht mehr mitnehmen können. Das wäre blöd. Und wir haben schon wieder zwei neue Fähigkeitenpunkte. Würde ich mal schnell einen Blick werfen. Lautlose Landung nehmen wir mit und der geräuschlose Killer. Das ging schnell. So, und weiter geht die Wilderreise. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja. Miss Croft, manchmal denke ich mir auch, du hast auch ein bisschen Demenz. Ich weiß ja, dass ich sehr vergesslich bin und verpeilt, aber so oft brauchst du mir das jetzt auch nicht erzählen. Eine Minute war er noch am Leben und... Oh fuck, die könnten überall sein. Wir sind hier drin mit denen gefangen. Ihr seid ja ein schöne Muttis. Oh oh, sie haben uns gesehen. Wieso das denn wieder? Hey! Na, wir können uns unter Wasser leider nicht heilen. Keine Heilkräuter werfen. Aber wir können warten. Bis es Lara wieder besser geht. Aber irgendwie tut's das unter Wasser nicht. Leute, ihr versaut mir gerade meine Abschussserie. Ah, wir kommen hier nicht hoch, wir kommen hier nicht hoch. Na super. Denn das hat richtig klasse funktioniert. Und das machen wir gleich nochmal. Das ist doch jetzt eine ganz andere Ecke, als wir eben waren, oder? Müssen die Einheimischen sein. Zwar in irgendeiner alten Rüstung, aber sie sind es. Mach dich nicht lächerlich, hab's selbst gesehen. Ich hatte eines dieser Dinger genau im Blickfeld. Das waren keine Menschen. Was habe ich gerade gesagt? Hör zu, Frost. Wenn du dich nicht zusammenreißt, fessel ich dich an die Wand und nehme dich als Köder. Hab ich mich klar ausgedrückt? Ja. Ich gebe mich in Position. Verstanden! Ach, Mann, oh. Ah, unsere Kopftrefferserie ist eh vorbei. Mann. Mist, ey. Erstmal saure Flaschen durch die Gegend werfen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Also Lara, jetzt bitte, ja? Ich habe das noch nicht vergessen. Gut, wir gucken uns erstmal um. Was haben wir hier so? Wir haben da einen Haufen Muni. Schwefel. Hier müssen sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Können hier nicht wirklich was mitnehmen, außer ein paar Pfeile. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Da hinten sehe ich auch nicht weiter irgendwas. Man könnte da oben hin und her springen. Wollen wir erstmal nicht machen. Wir wollen hier die Leiter hoch. Uns hier mal ein bisschen umgucken. Das da können wir wegziehen. Zack. Und da haben wir ein goldenes Pony. Geld, 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 Geld. Geld regiert die Welt. Und was können wir jetzt mit dem Pony machen? Nichts, ne? Achso, hier können wir dann nachher zurück. Hier sollten wir vielleicht nicht reinspringen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, Lara. Kann doch wohl nicht wahr sein.
Zack. Und einmal rüber hier. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Nee, zuerst müssen wir mal klären, was es hier so gibt. Zum Beispiel gibt es hier Münzen. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Na, schön, dass sie uns das so direkt mitteilt. Die Münzen konnten wir ja trotzdem schon mal einsacken. Da unten müssen wir anscheinend erstmal die Barrikade wegmachen, würde ich sagen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Oh, Lara, bitte. Lies ein Buch. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Na super, hast ja toll gemacht, Kollege. Und wenn die Kirche mal hinter einem her ist, hat man, glaube ich, nichts mehr zu lachen. Apropos zu lachen, ich hätte gern mal ein bisschen was Explosives. Hier haben wir wieder sowas zum Aufmachen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Okay, hier einmal öffnen. Dann rollt das da rein, dann müssen wir das wahrscheinlich hier so kaputt machen. Dann holen wir uns gleich das nächste. Das sollte den Weg etwas frei machen. Dann haben wir wahrscheinlich da hinten nochmal eins. Nee, das wird da wahrscheinlich hochrollen und wir müssen es schubsen. Ich muss es vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Okay. Echt jetzt? Interessant. Okay, dann machen wir da auf. Hangeln uns hier schnell rüber. Stellen uns schon mal in Position. Und dann machen wir das fest. Ja, ja, ja. So, und jetzt cutten. Sehr gut. Sehr schön. Das ging auf jeden Fall schneller. Und hier geht's einmal ins Wasser. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Es ist doch auf dem Weg, Lara. Jetzt mach doch mal bitte nicht so einen Stress. Bumm. Da hat der Prophet angedockt. Okay. Lauf, Lara. Oh Gott. Aber jetzt ganz flott. Wow. Schneller, Lara, schneller. Komm, hopp. Ah, das ist schief gegangen. Ja, das war nicht schön. Nee. Auf ein neues. Lara, sprinten bitte. Was hältst du davon? Keine Lust? Nö. Sprinten klappt irgendwie nicht immer in dem Spiel. Und auch hier so hochspringen, wie ich das möchte, macht Lara gerade nicht. So, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen besser ziehen. Sehr gut. War zwar auch sehr knapp, aber hat irgendwie noch funktioniert. Uiuiui. So, da die nächste Axt. Das hätte auch schief gehen können. So, wo sollen wir hier hin? Das sind aber echt schlechte Bogenschützen, ja, wenn die uns bis jetzt noch nicht getroffen haben. Alter. Alter. Wo müssen wir hin? Müssen wir nach oben? Whippy! Fast.
geschafft. Ja, sind wir da oben jetzt aber in Sicherheit? Ich glaube ja irgendwie noch nicht. Wie war das mit dem Sprinten, Lara? Du brennst übrigens gerade ein bisschen. Oh shit! Na, rutschen wir hier mal eine Runde. Alles noch safe, alles gut und gelöscht. Sehr gut. Oh mein Gott. Diese Hektik immer in dem Spiel. Jacob, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Ja, aber ich würde sagen, aufgrund der doch schon wieder recht fortgeschrittenen Zeit und Hektik, würde ich sagen, machen wir das erst beim nächsten Mal. Schwimm jetzt hier noch kurz durch diese Höhle. Ja, gut, dass wir das Atemgerät gefunden haben. Ansonsten wäre das hier eine ziemlich üble Passage gewesen mit meinen Schwimmkünsten. So, wo können wir hier mal parken? Hier drüben? Ja, hier kann man hoch, aber hier ist nichts. Dann weiter. Gehen wir hier durch. Na Mensch, das ist ja ein Riesenareal hier, wa? Und irgendwas vibriert hier. Nee, hier ist nichts. Da ist nichts zu finden. Nach rechts geht's nicht weiter, sondern hier nach links. Leute, ich wollte nur schnell speichern. Speichern und Ende und so. Ich habe Hunger. So, Knicklicht an, Haare gerichtet, alles wunderbar. Was haben wir so vergessen? Wir wissen noch gar nicht, was es hier alles so gibt. Auf jeden Fall gibt es hier eine große Kiste, die wir ja jetzt nicht mehr aufhebeln müssen. Doch, müssen wir. Aber nicht mehr so oft. Und da haben wir einen weiteren Teil der schweren Pistole und ein Wandgemälde. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Kitesh. Das hat uns jetzt nicht wirklich Erfahrungspunkte gebracht, ne? Lara, bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel, du bist am Leben. Ich wusste es. Mein Gott. Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Der gute Jonah lebt noch und hat uns verfolgt. Aber wir haben ihm doch gesagt, er soll das nicht machen. Diese alte Doofnase. So, und an den Frameinbrüchen merkt man, wir sind wieder im geothermalen Tal. Da ist das Feuerchen, was wir mal angemacht hatten. Da haben wir ein Überlebensversteck und da ein Herausforderungsgrab. Ich glaube, das schnappen wir uns beim nächsten Mal. So, jetzt aber wirklich, wir machen hier einen Cut. Ich danke euch fürs Zusehen. In der nächsten Folge bringen wir Jacob dann mal den Atlas und gucken mal, wo der uns hinführen wird. Also, bis dahin.